zurück zur Lokalbahn. Unser Wagen 2 hat in der Zwischenzeit wieder Oberbozen erreicht. Im Wagen 2, einem Vierachser der Grazer Waggonbaufabrik von 1908, erinnert das Interieur aus naturlasiertem Holz an die robuste Bauweise der Jahrhundertwende. Bei genauem Hinsehen fällt eine Besonderheit auf. Die 60 Sitzplätze sind noch heute unterschiedlich in Berg- und Talrichtung geformt. Auf der Klobensteiner Seite haben die Holzlattenbänke tiefere Sitzkuhlen als auf der Bozner Seite, um ein Herausrutschen der Fahrgäste auf dem Zahnstangenabschnitt zu vermeiden. Der Bahnhofsbereich von Oberbozen ist seit der Stilllegung der Zahnradstrecke der Betriebsmittelpunkt der Rittnerbahn. So ist neben dem liebevoll restaurierten Stationsgebäude eine zweigleisige Remise mit einer Werkstatt vorhanden, in der das Personal alle notwendigen Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an den Fahrzeugen vornehmen kann. Hier sehen wir nun den zweiten historischen Vierachser, Aliot oder auch Trentiner genannt. Damit ist schon klar, dass dies kein echtes Rittnerbahnfahrzeug ist, doch dazu später mehr. Zunächst wollen wir einigen interessanten Wartungsarbeiten zu sehen. Hierzu gehört mindestens einmal pro Woche die Überprüfung und Schmierung des Stromabnehmers zur 800 Volt Gleichstromfahrleitung. Nach einem Monat Betrieb ist der Lyra-Bügel von Wagen 2 so weit abgefahren, dass er ausgewechselt werden muss. Die anderen Wartungsarbeiten wollen wir nun am Aliot-Wagen beobachten. Das Fahrzeug wird nach dem Hersteller des elektrischen Teils Aliot so genannt. Der Fahrschalter mit dem schönen Messinggehäuse befindet sich, anders als bei den Rittnerfahrzeugen, auf der linken Seite des Führerstands. Zu den täglichen Arbeiten gehören unter anderem die Reinigung der Kontakte und Schleifringe am Fahrschalter. Kurz noch etwas zur Herkunft des Aliot. Er wurde 1910 im Trentino auf der oberen Nonsbergbahn in Dienst gestellt. Als die meterspurige Lokalbahn hinauf zum Mendelpass 1934 eingestellt wurde, fand der Trentiner auf dem Ritten eine neue Heimat. Obwohl mit 2x70 PS wesentlich leistungsfähiger als die anderen Fahrzeuge, konnte der Wagen wegen des fehlenden Bremszahnrades jedoch nicht auf dem Zahnstangenabschnitt eingesetzt werden. Die ursprüngliche Betriebsnummer 105 hat er bei der Rittnerbahn jedoch nie getragen. Hier war er immer schon der Aliot. Auch ein Elektrofahrzeug muss geschmiert werden. Vom Fußboden des Fahrgastraumes aus sind Achslager und Motorachse zugänglich. Damit sind die Arbeiten aber noch nicht abgeschlossen. Wenn nun der Wagen bewegt wird, dann nur, um auch noch die Kollektoren des Antriebsmotors vom Abrieb reinigen zu können. Zum Schluss folgt noch eine Kontrolle der Bremsen, die bedarfsweise nachgestellt werden müssen. So. Nach getaner Arbeit ist der Triebwagen wieder einsatzbereit. Muss er auch, denn am Nachmittag erfolgt in der Regel ein Wagenwechsel in Oberbozen. Dann kommt auf der Strecke nach Klobenstein der Aliot zum Einsatz. Wer also den ganzen Tag auf dem Ritten verbringt, kann mit beiden Vierachsern fahren.